Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge WOTLK. Wir sind zurück. Ich habe mal meine Taschen leer gemacht. Wir sind bei 3844 Gold. Damit bediene ich auch gerne eine Folge. Wir werden einmal Gundrak ein paar, Raptoren-Eier jetzt holen, so wie es aussieht. Die tragen es da ab und zu mal herum und die liegen anscheinend aber auch irgendwo. Gucken wir mal. Zusätzlich würde ich mit Atamar gleich eine Gruppe eröffnen, dass wir in Richtung Gundrak unterwegs sind. Eher Heiler, ich Tank. Also dann suchen wir uns schnell ein paar TDs zusammen und dann geht's nochmal Richtung Gundrak. Sollte eine easy Nummer werden. Mal gucken. Liegen hier Eier rum oder muss ich tatsächlich diese Raptoren killen? Ah, erforscht. Nett, wir haben alles erforscht. Jetzt haben wir auch Gundrak noch freigelaufen. Das heißt, wir haben komplett Zultrak erforscht. Gundrak, Zultrak, noch ein Drak. Hier ein Drak. Dort ein Drak. Sollen hier nicht Eier liegen? Ah, da. Voll. Ja, gut, versteckter geht auch nicht, oder? Ist das denn ihr ernst? Wie liegen diese Eier hier rum? Okay. Ich glaube, wir werden dazu übergehen, tatsächlich hier die Viecher zu töten. So, Atamar braucht allerdings noch 5 Minuten. Wahrscheinlich geht er wieder einen rauchen. Und dann suchen wir uns eine kleine Gruppe und dann machen wir in der Folge machen wir noch Gundrak. Wir haben ja für Gundrak jetzt auch noch 2 Quests. Läuft also bei uns, würde ich sagen. Ja. Weiß nicht, sind wir schneller? Hat jeder von ihnen. Wahrscheinlich hat aber nicht wieder jeder Raptor ein Ei. Dann würde ich auch sagen, komm, lass diese 12 Raptoren hier killen, aber. Ich glaube, das ist leider nicht der Fall. Boah, vor allem die haben. Gut, Exorzismus hat jetzt gar nicht ausgelöst. Nee, nicht jeder ein Ei. Exorzismus hat gar nicht ausgelöst, aber. Das dauert ein bisschen mit den Eiern. Vor allem, wenn die so nur einzeln vorkommen und so mega versteckt irgendwo rumliegen. In dem Gebüsch hier. Aber auch hier, komischerweise, gerade keiner unterwegs. Ah, guck mal, das werden wahrscheinlich auch noch irgendwie eine Quest haben oder sowas. Boah, 12 Eier ist aber. Dann schon sportlich. Da können die können überall liegen, aber die Fledermäuse sind neutral, die greifen uns nicht mal an. Da liegt ein Ei. Yay, mal 2. Gut versteckt die Dinge. Und mal da. Muss halt hier echt. Was? Ah, da. Oh, 3 habe ich, glaube ich, jetzt blitzen sehen. Angenehm ist anders. Da war doch nur 1, oder? Okay, es waren doch nur 2. Das dritte war. Hier ist 1. Das dritte war Einbildung. So, 7 von 12. Da ist 1. 8 von 12. Können die da drüben auch sein? Ja. Dann gehen wir nach da drüben, suchen da mal. Vielleicht kriegen wir dann die Quest, also wenn wir die Quest abgeschlossen haben, vielleicht kriegen wir auch noch eine Zultrak-Quest. Ich weiß nicht, wie viele Quests es in Zultrak gibt. Wenn euch das übrigens interessiert, könnt ihr euch Atlas runterladen. Also ich habe hier Atlas Loot, ich meine normales Atlas. Da würde dann dabei stehen, wie viele Quests es pro Instanz gibt. Das steht da dann einfach nebendran. Und auch wo ihr diese Quest annehmen könnt und wie ihr diese Quest bekommt. Kann ich euch empfehlen, wenn euch das interessiert. Ich beispielsweise lasse es eher so ein bisschen drauf ankommen. Gucke mir die Gegend ein bisschen an. Und wenn ich es jetzt gar nicht finde, wie beispielsweise bei der feste Traktoron die Quest, weil ich einfach im falschen Gebiet war, google ich irgendwann danach und dann weiß ich auch die Antwort. Ich bin eigentlich tatsächlich jemand, der eher Dinge sehr viel ausprobieren möchte, sehr viel einfach mal testet und so weiter und jetzt nicht darauf aus ist, den schnellsten Weg sofort zu finden. Deswegen machen wir das Ganze auch so, wie wir es machen. Wir lesen die Quests, wir questen uns durch verschiedene Gebiete, auf die ich gerade Bock habe. Wir lassen Gebiete aus, auf die ich keinen Bock habe. Das hier und das hier beispielsweise, auf die ich im Moment keinen Bock habe, die werden wir uns auch noch anschauen. Aber erst dann mit Level 80, vorher nicht und ja, das kann man dann so machen. Wieso ist die eigentlich da unten neutral, die Munitionstante? Da steht keine Fraktion dabei. Wie geht's denn so, Mann? 1, 2, 3. Das wird reichen, Mann. Jetzt werden wir für eine ganze Weile sicher sein. Mögen die Geister nicht. Ich meine, Folgequest. Huhu. Und was mit Atamar? Die 5 Minuten sind um. Na, nicht ganz. 4 Minuten 41. Und da haben wir wenigstens einen soliden Heiler. Auch wenn wir uns wahrscheinlich mit Verbänden hochheilen können. Weil Zultrak, wir kommen jetzt in den Bereich, wo es schon schwerer wird. Also,
Ich bin mal gespannt, wann wir das erste Mal so richtig aufs Dach kriegen. Aber da müssen wir erstmal dann hinkommen. Kiki, Zauber. Achso, haben wir irgendwelche Items gekriegt? Nee. Das hier, oder? Gehobenen Mammut präsentiert. Das können wir mal hier hinpacken. Das ist das, was wir hier noch abgeben. Die Instanzquest müssen wir abgeben. Die hier. Die haben wir nicht abgegeben. So, 1 von 12. Tiki-Zauber-Entferner. Oh, was ist denn ein Tiki-Zauber-Entferner? Behälter müssen wir wahrscheinlich auch looten. Kann ich mir vorstellen. So, Richtverteil und alles können wir auch schon mal anmachen. So, wenn nicht, schreibe ich gleich Atama nochmal an. Aber 6 Minuten soll er auch Zeit kriegen. So, was ist hier drin, Lustiges? Ah, okay, 12 Mal. Ja, dann. Wer soweit? Nice. Einladen. So, dann suchen wir gleich mal. Guten Drack. Gruppe melden. Dann haben wir hier einen 78er Gruppe. Was ist denn das hier überhaupt? Genshi will euch einladen. Der Schnellbeitritt unserer Gruppe. Atamar schlägt vor, dass Xen... Ah ja. Und Atamar schlägt vor. Atamar schlägt vor. Eure Gruppe ist voll. Läuft doch. So, wir sind hier schon vor Kontakt. Das heißt, wir werden mit Porten. Wir müssen nur warten, bis nur irgendein anderer hier auftaucht. Wir hauen gut zu, oder? Kann das sein? Oh, Fluch und... Oh, zwei... Ja, toll. Flüche. Das Einzige, wogegen wir nichts machen können, sind Flüche. Abend. So. B. Abend. So, dann mal los, würde ich sagen. Da unten kommt Xemi. Aber so lange können wir hier noch die Wachsen schnell töten. Nein, wir müssen ja keine Zeit verschwenden. Alle Werte um 45 verringern. Sag mal, was ist mit denen los hier? Das sind nur irgendwelche Masken mit einem... Was ist denn das? Ein Speer oder sowas? Die hauen aber richtig gut zu, die Viecher. Machen mehr Probleme wie alle anderen. So, und was mit Exorzismus? Aus irgendeinem Grund braucht doch Exorzismus gerade mega bescheiden. Hier. Nein, kein einziger Exorzismus. Ah. Ah. Das ist ein Item, was wir looten mussten. Entfernt alle Hexer und Verstecker. Ach so. Ah, den müssen wir auch looten. Okay. Können wir auch gleich noch machen. Der Verwalter. Wir müssen uns tatsächlich mal gegenheilen. So, den hier brauchen wir auch. Dreck Matzil getötet. Du bist aber kein Nico oder sonst was. Ah, jetzt ist wenigstens Exorzismus wieder soweit. Sehr schön. Boah, was kriegst du? Du kriegst lauter Items. Achso, wir brauchen drei Dinge. Boah, das müllt auch wieder das Inventar zu. Hier ist ein Portstein, oder? So, ich frage mal, kommt ihr zum Porten? Gundrak oder die Inne im Süden? Gundrak. Gundrak. Feuchtig. Oder ist doch Gundrak, die wir brauchen? Feste Traktoren, die haben wir ja fertig. Ja, Gundrak brauchen wir. Sie. Ah, cool. Der Jäger kommt gerade schon. Sehr schön. Genau, die Dinger hier nehmen wir schnell noch mit. Die respawnen ja. Haben wir noch so ein Teil? Ja, da ist noch eins, was wir einsammeln können. Er ist auch schon respawned. Bei denen geht das ja ganz zügig. Ach, durch die Dinger kriegen wir auch Flüche. Ach so, der kann... Ah, Level 78... Ja, okay, Level 78. Episches Flugbound.
Es war heute leider, also ich nehme jetzt auch schon ein paar Folgen wieder auf heute. Heute läuft es ganz so gut, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt. Es war heute ein recht anstrengender Arbeitstag. Ich weiß nicht, irgendwie ist heute, es lief schon mal besser. So, wir gehen zum Porten. So, ein episches Fliegen, incoming. Ich bin immer überlegen, ob wir vielleicht von irgendjemand 1000 Gold leihen, damit wir uns das epische Fliegen schon leisten können. Mal gucken. Vielleicht lassen wir von irgendjemand, vielleicht von Crafty oder irgendjemand, der genug Kohle hat, das Gold dann vorstrecken. Schauen wir mal. So, da ist der Eingang. So, und dann können wir durchporten. Wir wechseln dann schon mal die Talentspezialisierung schnell. Und Bingo. Machen den Reload. Ah ja, hat er mal einen Fluch schon. Und dann sagen wir Reload. So, Reload. Dass das UI einfach wieder neu geladen wird. So, nur mal sicher gehen, dass die Aufnahme auch passt. Ja komm, er kann, klickt da mal mit drauf. Reloade gerade. So, das hier, das hier, das hier. Alle müssen geportet sein. Und dann flügen wir einmal durch Bundrak durch. Level 76, 78, 76 und 78 ist halt schon, ja. Gut, Adama ist Heiler. Das macht schadenmäßig keinen Unterschied. Aus 78 ist ein Wörtchen. Auf jeden Fall. Ist es nicht da, wo du runter... Genau, hier musst du runterspringen. Hier kannst du runterspringen ins Wasser. Ab und zu zerschellt es auch den einen oder anderen. So, genau, Schlangen. Ganz, ja, ich erinnere mich an ganz viele Schlangen. So, einmal kurz durchbuffen. Gut. 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 Und dann einmal schnell Mana auffüllen. Ich muss mir noch umziehen. Und dann können wir los. So, jetzt haben wir auch wieder die Lebenspünktchen, die wir brauchen. Oder Vergeltung vielleicht noch anschmeißen. Und dann würde ich sagen, hey ho, let's go. Au. Okay, wenn du die Namensplakette hast, ist schon krank. So, da können wir gleich reinlaufen. Und uns alles pullen, was wir möchten. Der ganze Raum hier muss clear sein. Yay. So. So, die anderen zwei Schlangen, die noch hinter mir sind. Oh, da hat jemand Level abbekommen. GZ. Wie es aussieht. Glückwunsch. So, hier noch. So, und ich weiß gar nicht, was wir mit den restlichen Schlangen dann alles tun und machen sollen. Ja, am besten hier irgendwo Weihe oder sonst irgendwas anderes auslösen, damit die ganze Schlange hier drauf gehen. Ich glaube, die kommen sonst, wenn du pullst. Ah ja, hier mit unserem Paladin. Oder Weihe oder was auch immer. Hier ist dann schon der erste Boss. Das geht hier recht zügig. Was ist das hier hinten? Ah, Geschichtstafel. Ah, 1 von 6. So. Dann, hey ho, let's go. Der beschwört, glaube ich, kleine Schlangen. Ich glaube, ich erinnere mich an irgendwas mit mehr Gegnern. Irgendwie sowas. Ah ja, genau, hier. Können wir so ein bisschen mit ranspotten. Aber er ist schon tot. Stoff ist drin. Ah ja, und man muss die Dinger hier Dinger machen, damit dieses Teil hier runterfällt jeweils und dann die Brücke sich dreht, damit man da weiterkommt. Ich zeige euch in Ruhe das Ganze nochmal. Auf jeden Fall auch. Aber so zur Story in dem Ganzen. Wir müssen mal gucken, dass wir diese anderen Dinger da kriegen. Ja. Ah, genau. Hier gibt es, glaube ich, auch noch irgendwo Wasser, wo du durch musst, wo Gegner sind. Also, wo so Schlangen drin sind. Die du im Wasser dann kämpfen musst. Genau das hier. Und der Endboss reitet auf einem Nashorn. Eigentlich Akku ziehen dürfte bei Weitem keiner. Würde mich wundern zumindest. Auch wenn sie jetzt Level 78 sind, aber es sollte passen. So, Verteidigungswertung haben wir erhöht.
So, und die können wir auch gleich mitholen. So, ein bisschen. Ist einfach schöner zu spielen. Und wir müssen halt diese Relikte einsammeln. Oh, wir werden hier in Guntrag, werden wir 2-3 Mal auch unterwegs sein. Mal gucken, wir sind jetzt bei, sagen wir mal, 80%, 81% Erfahrungspünktchen. Mal gucken, wie viel wir rauskriegen am Ende der Eni. Und ja, schauen wir einfach mal. So, Mana sieht ja gut aus. Die Quest am Spiel vor der Eni hast du genommen. Jo, jo, jo. Da habe ich die Quest. Es haben wir. Wenn ich jetzt eine verpasse, ist es aber auch egal, weil wie gesagt, wir werden da eh mehr zeigen gehen. Ich glaube, die hier schlucken irgendwie die Elementare auf. Das sind diese Golems übrigens. Was, aber das kriegen wir nochmal als alles mitgetankt. Ne, die Wasserelementare. Eigentlich habe ich irgendwas in Erinnerung, dass die Wasserelementare aufgesaugt werden oder sowas. Aber ich glaube, das ist der Boss. Ja, er hier saugt nämlich die Elementare, glaube ich, irgendwie auf. Irgendwie so eine Nummer. Wieso haben wir den hier nochmal gekillt? Man weiß es gar nicht mehr. So, 21k. Ah, da ist so ein Relikt-Ding. Können wir gleich noch mitnehmen. Aber nochmal, es stehen auch mehr als genug von den Dingen überall der Instanz rum. Und ihn brauchen wir ja, glaube ich, für die Quest. Also macht er schon. Dann nehmen wir das hier. So, und dann, hey ho, let's go. So, die gehen jetzt da rein. Oh, ich hätte noch warten können. Und er teilt sich aber wieder in Wasserelementar, genau, in so ein Wasserelementar auf. Was er dann rausspuckt. Aber das saugt er auch wieder ein. Aber gibt das ein Akku-Reset? Jo, gibt jedes Mal ein Akku-Reset. Okay, das ist natürlich wichtig. Wobei das für uns als Tank kein Problem mehr sein sollte. Du weißt da die Akku dann sofort wieder zu kriegen. Aber du musst nur wissen, was passiert, dass du dann halt wieder dran stehst. So, er ist jetzt nochmal hier. So, Spottbar. Ich weiß nicht, ob er in der HC-Variante Spottbar ist, aber hier zumindest. Ist das. So, und ciao. So, da ist unser Fragment. Da ist das Teil, aber wir interessieren uns hierfür. Einen Bogen mit Fähigkeiten Ausdauer ist drin. So, hier fällt jetzt wieder das Teil runter. Da-da-da. Der nächste Schlüssel praktisch. War auch schon wieder ein Boss. Aber die Instanzen sind da echt cool gemacht. Wenn man hier runter guckt, alles. Hier diese Schlange, die sich hier durchzieht und so weiter durch den ganzen Tempel. Und auch hier. Es sieht einfach auch gut aus, muss man sagen. Wir sind entwaffnet worden. Wie fies. Wenn wir entwaffnet sind, können wir keinen Hammer der Rechtschaffenden machen. Aber wir haben noch einen Schildschlag. Ja, das ist das nächste. Hier. So, Weiher rein. Wir sind aber auch im Damage gar nicht so schlecht. Wieder mal. Wir sind über dem Jäger zumindest. Gerade. Ich glaube, ich lasse mir eh nur das Segment gerade anzeigen. So, er hier. Also, ich will auch mal Schrifttafel. Aber es gibt eigentlich genug Schrifttafeln für alle.
Ah, da, da. Ganz kurz finde ich mir Samtdaten. Ja, okay, das ist der Jäger. Oh, wir sind mit dem Jäger gleich auf, immerhin. Müsste nach der Instanz, glaube ich, resettet sein. Nur mal ganz kurz. Du hier noch. Jetzt haben wir wieder alle. Ich war gerade beschäftigt mit du. Sollte man nicht machen. Sollte man echt machen. Mein Fail. So, das lasse ich eh übrig. Wir brauchen Mana. Mana! Oh, wir kriegen wieder ein bisschen Mana. So, 30k. Sehr schön. Du kannst das hier skippen, indem du hier ins Wasser springst und hier hin hochspringst. Das ist das, was du dann überlaufen kannst. So, da ist eine 6 von... Ah, guck mal, wir sind eh schon durch. Ist ja easy. So, moin. So, da ist dann schon der nächste Boss. Es sind einige Bosse, die du hast. Und noch so einen kleinen Untergrundboss. Der ist aber nur... Ich glaube, hier ist dann die Wand offen. Den hast du aber nur in HC. Den gibt es in Dings gar nicht. Also es gibt spezielle Bosse, die du wirklich nur in der HC dann auch hast. Hier könntest du warten, bis sie ein bisschen gegenseitig runterkloppen. Musst du aber nicht. Aber sehr gute Gruppe. Also wir kommen hier mega gut durch. Ich weiß gar nicht, ob man die Seite erst pullen noch. Ja, oder? Ich glaube, wir müssen es sowieso machen. Wenn nicht, gibt es Erfahrungspunktchen. Ah, 84. 3% auf jeden Fall. Vielleicht sogar 4%. Ich habe ein bisschen später drauf geguckt. Und wir fliegen hier schon ganz gut durch. Ach, guck mal, da noch ein grünes Item drin. So, da ist der Boss. Ach, ist er das mit dem Mammut oder was? Nee. Ich glaube, es passt soweit. So. Dann, hey ho, let's go. Er verwandelt sich, glaube ich, in den Mammut. Zwischendrin. Ah ja, das kannst du unterbrechen, dass es sich nicht verwandelt. Ich glaube, da macht er mehr Schaden. Ja, und es wird immer schneller. Und je besser du das unterbrichst, desto weniger Schaden macht er, weil er dann 25% mehr Schaden verursacht. In seiner Mammutform. Was aber trotzdem nicht viel ist. Oh, Tempowertung, Ausdauer, Zaubermacht. Der Endboss droppt übrigens ganz nettes Zeug. So, und jetzt hier das letzte. Ja, okay. Und dann dreht sich das Teil hier. Dann können wir hier runterspringen. Und können dann nämlich zum Endboss hier rüber. Jetzt dreht sich das Ding hier. Ah, noch mal ganz kurz. Genau, jetzt dreht sich das Teil hier mit diesen verschiedenen Türköpfen drin. Die 4 Stück. Und dann kann man da rüber. Und hier unten sind aber auch nochmal diese Fische drin, wo du dann im Kampf, glaube ich, bist. Genau, da sind sie schon, die sind schon tot. In AC musst du tatsächlich aufpassen, wenn da der Heiler alleine runterspringt, ist er gerne mal tot. So. Dann, hey ho, let's go. Ah, wir haben wieder einen Schrei auf uns, dass wir gerade nicht zaubern können. 3800 nur. Läppisch. Und schon wieder. Frost, oh, 4 Froststoff. Dann der Endboss. Ah, guck mal, wir haben beide Quests schon fertig. Kannst die drehen? Achso. Wieso muss ich die drehen? An der Schreibung kann ich die drehen? Wegen dem Ansturm oder was?
Ach so, weil die... die kliefen. Jetzt habe ich es auch gesehen. Weil die kliefen. So, oben übrigens den Reiter kannst du hauen. Und das Nashorn kannst du hauen. Die sind ein bisschen nervig, weil die mich zum Schweigen bringen können. Und wir machen ja durchgehend genug Akku auf beide. 63k. Oh, Glyphenbeherrschungsbüchlein. Und das ist hier dann der Endboss. Hat er mal Glyphenbuch bekommen. GZ. Wollte eigentlich mal nachgucken, was das im Auktionshaus wert ist. Ich weiß es nicht. Wenn das einer weiß, kann er gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Würde ihn mal interessieren, was du für das Ding kriegst. Ich glaube, einiges gerade noch. Da alles im Moment sehr wertvoll ist. So, dann... Ja, können wir los, oder? Und ich sagen, hey ho, let's go. Ich weiß dir die Gedanken. Der lässt, glaube ich, Nashörner anstürmen. Ja, ja, da kommt Nashörner angestürmt, wo du ausweichen musst, glaube ich. War das nicht irgendwie so ein Schwachsinn? Ich glaube, du musst den irgendwie ausweichen. Er leidet alle 30 Runden 3000 Schaden. Oh ja, da macht wenigstens mal ordentlich. Macht wenigstens schon mal Schaden. Genau, hier kommt Nashörner angerannt. Dem kannst du aber auch irgendwie ausweichen. Sag her. Angriffstempo um 100% erhöht. Ah, und genau, er spießt einen auf sein Hörnchen. Und das war's allerdings schon. Oh, Verteidigungswertung, Waffenkundewertung und Dings ist drin. Nehmen wir mal mit dem allein wegen der Waffenkundewertung von 20. Und dann sind wir hier schon durch. Und hier sind auch nochmal einige von diesen... von diesen Tafeln gewesen beim Endboss. Und das war's schon. Nach 46 Sekunden war der Kampf rum. So, den Ring haben wir bekommen. Nice. Und ja, dann können wir hier wieder rausgehen und das war's. Guntrak. Das erste Mal. 27 Minuten. Ich weiß nicht, wir haben jetzt nicht lange für die Instanz auf jeden Fall gebraucht. Das ging easy going. Danke euch, Bibi. Willst du normal da rein? Eine mehr? Nochmal? Ich gebe auf jeden Fall jetzt mal schnell die Quest ab. Gerne. Ah, guck mal, Adamar wäre noch dabei. Dann gehen wir nochmal rein. Können gerne nochmal. Ah ja, können gerne nochmal. Haben wir noch Platz? Ja. Oh, die Quest will ich schnell abgeben. Damit wir mal gucken. Wir sind jetzt bei 85%. Ja, sagen wir mal 5%. Wenn wir gut sind, also wenn wir gnädig sind, 5% in der kompletten Instanz an Erfahrungspunkten gemacht. Ja, auch nicht die Welt. Hallo. So, aber wir haben ja noch die Quests hier. Ah ja, Mann, das ist es, wonach ich gesucht habe. Hier, bitteschön, nimm dir was Schönes für den Ärger, den du hattest. Genau, Platte Trefferwertung. Platte Trefferwertung Zaubermacht brauchen wir nicht. Schwerrüstung, Stoff, Leder. Die hier mit 43 Stärke. Für die Nachwelt. Hast du... achso, warte mal. Parakini überfliegt die Worte auf den Tafeln nur kurz und widmet euch dann wieder ihre Aufmerksamkeit. Die sind echt Mensch. Sie werden ihren angestammten Platz in meiner Sammlung finden. Vielleicht können wir dieses Treiben endlich ein Ende machen. Und hier kriegen wir auch nochmal Trefferwertungsring. Verteidigung und Parieren mit Stärke. Oder Trefferwertung, Angriffskraft, Rüstungsdurchschlagswertung mit Ausdauer aber nur. Ich würde den hier nehmen wollen. 51 Ausdauer ist nicht schlecht. Seid vorsichtig, Mann. Ach, mach's jetzt. Was? Ja, wir gehen eh nochmal rein. Er hat den Golem nicht gelootet. Der eine Jäger. Okay, gehen wir nochmal rein. Wir sind jetzt bei 90%. Also 5%. Dann haben wir noch 5% übrig. Passt, dann haben wir 22 Uhr. Schaffe ich's. Gib mal den, Cutcam, der ist off. Was war's? 42. Hier, bitte sehr. Adamar macht das besser wie ich. Ah, und der Jäger. Nee, der Jäger ist noch drin.
Der Jäger macht immer eine Runde, aber wir sind Tank und Heiler. Die Idee ist, ist... So. Für die Folge war es das Ganze allerdings. Wir sehen... Oh, nur 30. Kurze Folge, aber ja, nochmal, wäre zu lang. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge dann nochmal Gundrak. Vielen Dank fürs Zusehen. Gruppe ist voll. Ciao.